Okay, Wüstentau für Tantchen. Überzeuge Salas Tantchen vom Wüstentau. Mein Gott, automatisch gespeichert. Sehr schön. Jetzt wollen wir aber. Oh, Verzeihung. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter gucken. Hier ging es ja irgendwo noch. Einmalige Gelegenheit. Pass auf! Hier war doch noch ein Stadtausgang irgendwo. Den muss ich aber erstmal wiederfinden. Ich glaube, ich habe mich gerade schön verlaufen. Hä? Dann gehen wir mal hier hoch. Und hier hoch. Hier oben gibt es übrigens auch so ein paar Fläschchen und leckere Sachen. Wenn ich auf das richtige Dach steige, aber das mache ich ein andermal. Wir werden ohnehin noch den Auftrag bekommen, hier oben irgendwie rumzudallern. Ah, dann kommen wir höchstwahrscheinlich da rein. Das da drüben ist übrigens Hatmandor. Da unten wartet schon der Käufer. Ich kann ihn ja nochmal fragen, ob er jetzt schon was hat. Ich guck mal auf die Karte. Wo ist denn das Tantchen? Abbas. Salar? Wo ist das Tantchen, der verlorene Kopf? Hi, hi, Didja? Ha, Didja. Die kranke Tante. Ach so, die ist in Daxials. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal zu Abbas. Fettlazarett. Genau, und wenn er nichts hat, dann gehen wir nochmal ans Tor. Und wenn da nichts los ist. Ups, dann muss ich auch bald die Aufnahme beenden. Du geh doch mal. Hey, die Leute standen vorhin noch nicht hier. Vielleicht hat er ja jetzt Erfolg. Hier siehst du die Früchte deiner Investition, mein Sehr schön. Freund. Das finde ich gut. Also lässt sich die Sache gut an. Sogar besser als erwartet. Als mein Partner profitierst du natürlich vom Erfolg. Natürlich. Hier ist dein Gewinn und obendrauf bekommst du eine handgefertigte Rüstung aus unserer Herstellung. Wie hast du das Geschäft wieder so schnell zum Laufen gebracht? Zum Glück konnte ich die meisten meiner früheren Kunden zurückgewinnen. Sogar so viele, dass ich nicht genug Geld habe, um die Materialien für die ganzen Bestellungen auf einmal einzukaufen. Trotzdem hast du mir meine Beteiligung ausgezahlt? Das ist doch selbstverständlich. Die Geschäfte laufen ja gut. Wir sind nur noch nicht so groß, wie wir einmal waren. Wie viel brauchst du, damit du alle Bestellungen anfertigen kannst? Oha. Der Schmied schätzt 5000 Auras. Das würde uns ausreichend Luft verschaffen. Gebe ich. Hier. Hier sind die 5000. Hoffentlich bekommen sie viel Nachwuchs. Ich bin nicht deshalb so erfolgreich, weil ich die falschen Entscheidungen treffe. Außer vielleicht in Bezug auf meinen früheren Partner. Komm in ein paar Tagen Okay. vorbei, dann sollten wir bereits gute Fortschritte gemacht haben. Ich glaube, je später ich vorbeischaue, desto mehr Auras erhalte ich. Ich habe das jetzt sehr schnell gemacht. Ich werde ihn jetzt aber erstmal im Stich lassen. Je später ich wiederkomme, desto mehr, desto höher ist mein Anteil. Und wir haben irgendwas bekommen. Ach hier. Pavianhaut. Hat mehr Präzision als meines. Ist aber ansonsten nicht so doll. Ja, das ist der Nachteil. Das muss ich halt relativ früh schon abholen. Was ist das denn? Wieso steckt da noch was drin, was ich rausnehmen kann? So, ist mal rausgebrubbelt. Das kann ich hier noch zerlegen. Bitte. Bitte auch. 4000. Achso, ich habe ja 5000 gegeben. Nimm, 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 nimm. Ich hatte ein Level-Up. Sehr schön. Komm, noch hier gleich nochmal 5 draufgeben. So. Ja, das ist ganz gut. Mehr als Stufe 8 wollte ich ja erstmal nicht machen. Wir brauchen eindeutig mehr Bücher. Was war das? Wir gehen mal zum Tor. Ich wollte nicht mit ihm reden. Ich wollte hier rüber. Ja. Hier rüber und zum Tor. Das machen wir mal fix. Da hat nämlich noch jemand ein Gespräch für uns. Mit uns. Wie auch immer. Oder auch nicht. Hier ist also doch noch keiner. Was hast du vor, du Penner? Du Hier Penner. ist kein Durchgang. Was sagst du da? Nach Hatmandor dürfen keine Fremden rein. Befehl von Kommandant Valerin. Okay. Und was ist, wenn ich doch in die Stadt muss? Bist ein Klugscheißer, was? Versuch nur dein Glück beim Kommandanten. Wo finde ich ihn? Er sitzt in der Kneipe in Chesna Ich habe da. ihn schon Das gesehen. ist Tschüss. südwestlich von hier. Er untersucht da einen wichtigen Mordfall. Ein Mord, sagst du?
Ja, das interessiert ihn natürlich. Ja, genau, ein Mord. So nennt man das, wenn jemand umgebracht wird. Gestern war es schon der dritte. Und wenn du dich gleich verschwindest, verhafte ich einfach dich. Na, was hältst du davon? Alles. Das grün-blaue Gewand, das passt mir ja gar nicht. Kann ich das eigentlich einfärben? Ich wollte gerade mal gucken. Ich kann höchstens das Grüne verändern. Zu rot. Rot ist ja noch schlechter. Weiß. Weiß geht eigentlich. Haben wir auch gelb? Blau. Blau geht auch. Warte mal, ich gucke hier gerade mal durch. Lalalala. Moment, bin gleich fertig. Grün. Nein, grün haben wir gesagt, geht gar nicht. Wir können das ja in Blö machen. Wir machen das einfach in Blö. Hallo? Naja, ein bisschen besser halt. So. Nee, grün-blau geht ja gar nicht. Sprechen mit Kommandant Valerin. Ich wollte aber noch... Jetzt habe ich das fast wieder vergessen. Ich wollte doch noch... Wir müssen auf jeden Fall hier oben noch hin. Zur Kriegergilde. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ach so, natürlich. Zur kranken Tante. Auf zur kranken Tante. Upsala. X? Nee. Wieso? Kann ich nicht. Es gibt immer was zu tun. Der steht ja schön im Weg. Nö, hat er nicht mitgekriegt, ne? Belohnung für das Siegen eines Gegners? Hey! Moment, ich hab noch den... ich hab leider noch den, die Zoom-Stufe drin. Ah, geklappt. Oh, voll in den Schritt. Wieso geht ihr eigentlich... Oh, voll ins Auge. Das hat auch mal geklappt. Wunderbar. Die werden pro Level auch stärker. Das heißt, wenn ich stärker werde, werden die auch stärker. Schön abgegrabbelt. Hm, waren wir denn hier noch gar nicht? Moment. Erstmal bin ich dran. Na, den haben wir doch erwischt. So, nämlich. Und so, nämlich. Und so, dann auch nicht, nämlich nochmal. Ja, tolle Sachen haben die jetzt nicht. Mal gucken, was in der Kiste ist. Waren wir denn hier noch gar nicht? Das wundert mich gerade ein bisschen. So. Gleich mal gucken, was wir hier noch haben. Da machen wir mal auf. Ja. Und stellen fest, brauchen wir nicht. Toll. Na, komm schon. Ich will wenigstens noch nach Daxials. Machen wir das nächste Mal da weiter. Ich wollte die Aufnahme ja auch gar nicht so lange machen. Oh, das sage ich auch jedes Mal, ne? Egal. So. Ach so, hier sind wir ja schon. Hier will ich rein. Hier muss die Tante sein. Oder? Speichern? Auf der 9. Okay, gehen wir mal gucken. Hä? Tante Karima. Bevor ich mit der Tante rede, gucke ich erstmal, was sie hat. Eine Kiste. Eine verschlossene Kiste. Rauscht denn hier so? Verdammte Straßenmusiker. Sucht euch ein anderes Fenster für euer Gejaule. Und jetzt das. Entschuldigung. Fremde in meinem eigenen Haus.
Zumindest bist du recht ansehnlich. Soweit meine müden Augen das beurteilen können. Ich wünsche das Vergnügen auf meiner Seite. Ich bin Dr. Todd. Dein Neffe Salah hat mich fürstlich dafür bezahlt, dass ich bei dir vorbeischaue. Wo fehlt es denn? Ist es der rote Tod? Glaubst du, ich bin völlig blind, Jungchen? Ich verstehe nicht. Oder vielleicht blöd. Meine Augen haben schon vor Jahren nachgelassen. Ich habe die Behandlung von 3 Doktoren, 2 Magiern und einer männlichen Krankenschwester hinter mir. Jetzt will ich nur noch in Ruhe sterben. Oder zumindest meine Beerdigung so peinlich wie möglich gestalten. Das ist schön. Wäre es denn so schlimm, noch einmal einen Versuch zu wagen? Woher soll ich das wissen? Die Nebenwirkungen der letzten Medikamente haben mir gereicht. Doppelkinn, Wasser in den Beinen. Versuch gar nicht erst, es dir auszumalen. Und unser selbstgekrönter Herrscher hat nichts Besseres zu tun, als alle arbeitswilligen Leute mit hungrigen Sklaven zu ersetzen. Hier, ich habe ein Medikament. Oh, was ist denn da drin? Hochwirksame Arzneien gegen den roten Tod. Sie verursachen allenfalls leichte Halsschmerzen, falls das Medikament nicht anschlägt. Pah, das sagen Sie alle. Ich könnte schon längst friedlich in meinem Bett gestorben sein, wenn diese verdammten Musiker nicht wären. Außerdem, du willst ein Arzt sein? Die hat ja noch Hoffnung. Das glaube ich erst, wenn du mir das Rezept vorliest, ohne dich wie ein kompletter Vollidiot anzuhören. Ich habe es in einer Truhe im Erdgeschoss. Ein Mönch hat es mir gegeben gegen meine Stimmungsschwankungen. Hol es und lies. Dann werden wir ja sehen, ob mein nichtsnutziger Neffe ausnahmsweise zu etwas gut war. Ich kann nicht gehen. Wie könnte ich da Nein sagen? Spar dir deinen Charme für andere auf, Jüngelchen. Ich bin zwar Witwe, aber ich habe auch meinen Stolz. Erkläre Tante Karima das Rezept des Mönches. Ich höre hier irgendwie ein... Irgendwie rauscht das hier. So, mal gucken. Das Rezept des Mönches. Einkaufsliste. Besorgungen. Ein Bund Petersilie, ein Bündel Heu, frische Minze, 4 Stangen wilden Lauch, Bibersteaks und nicht vergessen Hammer und Nägel. Kein Rezept in der Kiste gefunden. Hast du das Rezept gefunden? Nee. Du hast ja eine ziemliche Sammlung. Du meinst das kleine Medizinschränkchen? Ja. Das ist die Untertreibung des Jahres. Und das einzige Stück Papier, das ich in dem Chaos gefunden habe, ist diese alte Einkaufsliste. Her damit! Ist mir ein Vergnügen. Das ist mir jetzt peinlich. Vielleicht habe ich ja stattdessen das Rezept weggeworfen. Oh Mann. Und dieser Klosterbastard wollte mich reinlegen. Nun denn, wenn du nicht von meinem Neffen kämst, wärst du schon lange rausgeflogen. Ja. Hast du immer noch diese Medizin? Jetzt nimm sie doch. Selbstverständlich. Manieren hast du ja. Das muss man dir lassen. Vielleicht später, wenn... Ich glaube, es wirkt. Da hat Wüstentau inhaliert. Ich kann Salah zurück. Was machst du jetzt, Tante? Ich muss mich für eine Weile hinlegen, Jüngelchen. Jüngelchen? Du kannst meinem Neffen sagen? Ach, vergiss es. Es würde ihm nur zu Kopf steigen. Du findest doch alleine hinaus. Ja, tschüss. Ich kann zu Salah zurück. Pass auf, dann gehen wir nochmal zurück. Schauen wir doch mal noch nach Chesna da. Und dann mache ich aber die Aufnahme auch zu Ende. So, wo denn? Wo ist er denn? Ah, Entschuldigung. Ach, da. Es handelt sich um eine
verzwickte Angelegenheit. Was ist denn jetzt wieder los? Hört sich nach jede Menge Ärger an. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Spann mich nicht auf die Folter. Hast du schon mal von Zulfigar gehört? Bitte was? Er ist bei der Stadtwache und absolut besessen davon, Veritas-Schmuggler hochzunehmen. Du meinst, er geht ein bisschen verbissen an die Sache heran? Das kann man wohl sagen. Figar ist mittlerweile über 90 und könnte schon zweimal in den Ruhestand gegangen sein. Stattdessen amüsiert er sich damit, harmlose Minenarbeiter in die Mangel zu nehmen. Warum entlässt Valerin ihn nicht einfach? Er war sein Hoppla. Ausbilder und außerdem ist er sowas wie eine Legende. Figar wurde von Thurstarams Häschern entführt und gefoltert, nachdem er ein wichtiges Mitglied des Syndikats exekutiert hatte. Aber Figar hat dich gehalten und sie haben ihm einen Finger nach dem anderen abgeschnitten, schließlich die ganze Hand. Damals wurde er befreit und angeblich hat sich der Herrscher höchstpersönlich darum gekümmert, sein Herz zu heilen mit Verita. Was hat das alles mit dir zu tun? Mein Gott, diese Verita-Geschichte. Er ist tot. Und er weiß über mich und das Medikament Bescheid. Ich hatte ihn in alles eingeweiht. Keine Ahnung, was er den Regierungsleuten verraten hat. Jedenfalls haben sie ihn umgelegt, weil er mit den Samen gehandelt hat. Wenn sie mich auch kriegen, kann ich für deine Sicherheit nicht garantieren. Ist egal. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Tauch einfach für eine Zeit unter. An mir soll's nicht liegen, aber ich will dich auf jeden Fall für den Aufwand entschädigen. Salah, ich hab deine Tante auf dem Gewissen. Wir sind... quitt. Ja, es hört sich vielleicht pietätlos an, aber ich habe gutes Geld gemacht, indem ich ihre Medikamente verkauft habe an ein Dorf in der Savanne. Das also, klingt wirklich pietätlos. Mein Glück soll auch deines sein. Pass auf dich auf. Figar kann sehr unbarmherzig sein. Ich glaube, ich sollte mal mit Valerine reden. Reden. Aber Jazz, meine Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Nee, das war erstmal für heute. Habe unabsichtlich Salahs Tante getötet. Ups. Das soll aber erstmal reichen. Wie ihr seht, gibt es jede Menge zu tun in Chesnada. Und auch in Hartmandor wird es weitergehen. Da werden wir auch noch jede Menge zu tun haben. Das nächste Mal werden wir also nochmal den Weg nach Hartmandor beschreiten, den langen Arm der Gerechtigkeit verfolgen und noch zu Hadidja laufen. Bis wir dann endlich nach Hartmandor kommen, das dauert also noch ein bisschen. Aber bei dem Spiel braucht man auch viel Zeit. Die haben wir. Machen wir das nächste Mal an der Stelle einfach weiter. Gehen nochmal ein bisschen mit Salahs Quest weiter. Vielleicht kriegen wir auch mal bessere Ausrüstung mit der Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bücher, dass wir ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen stärker mit dem Pfeil umgehen können und dem Bogen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach beim nächsten Mal nochmal weiter. Ich speichere nochmal drauf auf den 9, so. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Zu einer neuen Runde Let's Play Two Worlds 2. Tschüss.